Hi Freunde, Markus Fronmeier von der AfD hat gegen die Altparteien ausgeteilt, egal ob gegen Scholz, Baerbock oder anderen Kriegsbegeisterten. Diese Rede hat es in sich und auch die CDU musste am Ende nochmal einstecken. Und das war die richtige Antwort, die sie bekommen haben. Alles dazu nach dem Intro. Ja, Freunde, Markus Fronmeier hat sich für den Frieden ausgesprochen und den Kriegsbegeisterten mal ordentlich die Meinung gesagt. Fangen wir gleich damit an. Der Kanzler zieht in der Taurus-Debatte die rote Linie. Wir kennen Ihre rote Linie oder besser Linien von der Forderung, keine Waffen in Kriegsgebiete bis zu wie aus Helmen Panzer wurden, waren es ein paar dieser roten Linien. Das Wort dieser Bundesregierung ist nichts wert. Meine Damen und Herren, dieser Kanzler, der verschiebt rote Linien wie andere Termine. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. War es nicht so? Am Anfang wollte man nur Helme liefern und man sieht ja, was daraus geworden ist. Und jetzt möchte man noch einen drauflegen. Es ist einfach unfassbar. Was meint ihr dazu? Schreibt's einfach mal unten in die Kommentare rein. Lasst mir ein Abo und ein Like da, damit ich mit meinen Themen noch mehr Menschen erreichen kann. Wenn die Bürger in Deutschland nicht wollen, dass den Panzern bald Taurus folgen, wenn die Bürger in Deutschland nicht wollen, dass aus der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland an letalen Waffen bald deutsche Soldaten in Kiew werden, dann haben die Bürger in Deutschland eine Wahl. Stoppen Sie diese Ampelregierung, wählen Sie den Frieden, unterstützen Sie die AfD. Auszuschließen ist doch nichts mehr, oder was meint ihr dazu? Wo soll das alles hier noch hinführen? Und muss es erst richtig ernst werden? Die Altparteien im Deutschen Bundestag lehnen Friedensgespräche kategorisch ab. Das haben wir auch heute wieder gehört. Da hat man es. Alle Altparteien sind weder für Frieden noch für Friedensverhandlungen. Die Waffenlobbyistin und FDP-Politikerin Strack-Zimmermann erklärt dazu, es gibt nur eine Lösung für Frieden. Russland muss militärisch besiegt werden. Wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Das sagt nicht ein Mitglied der ukrainischen Rada, das sagt ein deutscher Politiker und ein CDU-Mitglied, Herrn Kiesewetter. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, erklärt nicht der ukrainische Präsident, sondern die Außenministerin, die wieder am Handy spielt, Annalena Baerbock. Meine Damen und Herren, wenn man Ihnen so zuhört, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wenn es alleine nach Ihnen ging, dann wären deutsche Soldaten bald wieder auf der Krim. Nun hat er sie bei den Namen genannt und was diese Personen gesagt haben. Ist das nicht unglaublich, was da gesagt wurde und keine Reaktionen von den Personen? Das sagt meiner Meinung nach alles aus. Was sie da machen, das halte ich für brandgefährlich, weil ein Krieg mit Russland ein reales Risiko darstellt. Ihr Verhalten entspricht nicht dem nationalen Interesse Deutschlands und auch nicht dem Interesse der deutschen Bürger an Frieden, an Sicherheit und an Handel. Diejenigen, die unter einem Kriegszustand dank ihrer Privilegierung am wenigsten zu leiden hätten, wollen hier heute darüber entscheiden, ob in letzter Konsequenz unsere Söhne sterben müssen und unsere Bürger unter Entbehrungen zu leiden haben. Richtig, diese Personen trifft es ja nicht und auch nicht die immer höheren Kosten. Das trifft nur den normalen Bürger und da kann man immer mehr zulangen. Sicherheit und nationale Interessen spielen überhaupt keine Rolle mehr. Deutschland droht mit ihrem Verhalten, mit ihren Sprüchen, die wir gerade gehört haben, zur Kriegspartei zu werden. Und ich sag Ihnen das ganz klar, ja, dass Sie kriegsbegeistert sind von der CDU, CSU, das wissen wir. Ja, wenn man immer mehr schwere Waffen liefert und vielleicht sogar noch Soldaten in den Krieg schickt, dann ist man offizieller Kriegsbeteiligter. Und jetzt lässt er es krachen. Wissen Sie was? Schicken Sie Ihre eigenen Kinder in den Krieg, aber unsere bekommen Sie nicht. Das hat richtig gesessen. Und da hat er absolut recht. Sollen sie doch ihre eigenen Kinder dorthin schicken, aber die müssen ja nicht hin und selber sollen sie gleich mit an die Front. Oder was meint ihr dazu? Man sieht es ja, dass die sich aufregen und wie sie sich aufregen, ach so, wenn es an ihre eigene Familie geht, dann wollen sie es auf einmal nicht. Was Deutschland hier sein sollte, das ist ein ehrlicher Vermittler, ein Makler,
Weil dieser Krieg, wie jeder Krieg, der kennt keine Sieger. Es wird keine Sieg- oder Niederlageoption geben. Nur ein Friedensschluss mit einem Interessenausgleich zwischen Russland, der Ukraine und der NATO kann das Sterben und die weitere Zerstörung der Ukraine beenden. Ja, mit Friedensverhandlungen bekommt man Frieden und nicht mit Waffen. Und das sagt ja auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban immer wieder und wird dafür hart angegangen. Meine Damen und Herren, 32 Milliarden Euro haben die deutschen Steuerzahler der Ukraine bereits geschenkt. Das muss man sich mal überlegen. 32 Milliarden Euro und jetzt nennt er Fakten, die denen nicht gefallen. 32 Milliarden für ein Land, das nicht mit uns verbündet ist. 32 Milliarden Euro für ein Land, dessen Generalstab von einem Terrorangriff auf Nord Stream wusste. 32 Milliarden, die eigentlich hier in Deutschland gebraucht werden würden, meine Damen und Herren. Was ist eure Meinung dazu? Braucht Deutschland das Geld nicht selber? Und es ist kein Verbündeter? Wieso muss man dann so viel Geld dorthin geben? Ich sage Ihnen zum Abschluss ganz klar, übernehmen Sie endlich Verantwortung. Das ist kein Computerspiel, was Sie hier machen, wenn man sich diesen Überbietungswettbewerb in den letzten Wochen anhört. Denken Sie an die deutschen Bürger, denen sind Sie verpflichtet. Sie sind nicht hier in einer ukrainischen Rada, auch in keinem russischen Parlament. Wir sind hier im Deutschen Bundestag. Machen Sie Politik für die Bürger in Deutschland, meine Damen und Herren. Absolut, das ist nicht wie im Spiel, wenn man was falsch gemacht hat oder stirbt, dass man dann einen neuen Versuch hat oder ein neues Leben hat. Das hier ist kein Spiel. Und die haben ihren Eid für das deutsche Volk gegeben und nicht für irgendein anderes Land. Und sie haben Verantwortung und diese kann man nicht einfach auf andere schieben. Ja, Freunde, schreibt's mal unten in die Kommentare rein, wie ihr die ganze Sache hier seht. Folgt mir noch auf Gettern, auf Telegram und X. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben drüber würde ich mich freuen. Teilt meine Videos und meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Auswanderungs-Sie-Ungarn-Video. Macht's gut, ciao, ciao.